Offenbar wird es mit den Kronen auch nichts. Dann lassen wir uns mal was anderes einfallen. Ich frage mich, wie der Inspektor mit dem Fall zurechtkommt, zu dem er gerufen wurde. Auch wenn wir früher rechtzeitig ein Geschenk finden, hilft das nichts, wenn der Inspektor selbst keine Zeit hat. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir zu ihm gehen und ihm sagen, wie es läuft. Aber wie finden wir ihn? Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Gehen wir mal zu Scotland Yard. Wenn er dort nicht ist, können wir erfahren, wo wir ihn finden. Ding, 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 ding. Oh, schwierig. Ja, voll. Das läuft gerade ein bisschen langsam. Ich muss mir das überlegen, ob ich das wirklich so weiter durchziehe. Ja. Mit dem Emulator. Terry und Jerry haben nur selten gleichzeitig frei und der Godwin's Day ist eine gute Gelegenheit für sie, Zeit miteinander zu verbringen. Die Brüder haben bereits etwas vor. Was machen wir denn mittlerweile schon? Wie lange? Ach, bestimmt erst eine halbe Stunde. Okay. Also wir könnten noch eine halbe Stunde zum Beispiel. Gehe zu Scotland Yard. Ja, indem wir zum Beispiel das Fahrrad anklicken. Kling! Geschäftsviertel. Drum. Am Ziel angekommen, Scotland Yard. Meine Güte, nicht, dass Scotland Yard heute auch geschlossen hat. Ach Quatsch, Ernest. Verbrecher kennen keine Feiertage. Also hat die Polizei auch nicht frei. Geschlossen. Das Böse schläft nie. Genauso wie die Muckimaus. Mhm. Ob Inspektor Hastings wohl schon wieder hier ist? Ich hoffe, dass er diesen Einbrecher dingfest gemacht hat. Wir könnten diesen Bobby vor dem Gebäude fragen, ob er was weiß. Bobby! Bobby! Oh, da ist ja nicht nur Bobby, da ist ja auch... Deine Kuriosität ist da. Hab sie. Spezielle Schneekugel wurde zu deiner Sammlung hinzugefügt. Nein? Leighton Yard? Oben beim Fenster? Welches? Da. Okay. Blub. Da muss doch irgendwo noch was. Bei einer dieser Kugeln. Ja, die linke von den beiden Kugeln an dem Eingangsding. Wo noch? Weiß ich noch nicht. Beim Big Ben. Hä? Wo da? Ah, da, in der Uhr. Okay. Erstmal mit... Häschen! Wie hieß der noch? Wir sprechen ihn erst an, wenn wir seinen Namen noch wieder... Weiß ich nicht. Benny! Ja, eben, weil so ähnlich wie Bobby war es auch, ne? Benny. Also sprechen wir den Benny erstmal an vor dem Bobby. Hallöchen, was machen Sie denn vor Scotland Yard? Arbeiten. Ich wollte meine Poponios verkaufen, aber offenbar ist das nicht erlaubt, weil heute ein Feiertag ist. Oh weh, Sie Armer. Aber ich habe Post von meiner Familie in Sangrio bekommen und sie hat mir ein neues Rätsel geschickt. Mit einem Poponio. Möchten Sie es gerne lösen? Aber ich habe hier ein Poponio für Sie. 113, eine ausdauernde Unterhaltung, oh Gott. Ein Mann und seine Frau haben eine seltsame Unterhaltung. Der Mann sagt zu seiner Frau, es war unser siebter Hochzeitstag am 30. Juni letzten Jahres und unser 10. Hochzeitstag ist im nächsten Jahr. Moment, was? Der 7. am 30. Juni letzten Jahres und der 10. ist im nächsten Jahr. An welchem Tag haben sie diese Unterhaltung begonnen? Hä? Ach so. Berühre die Felder, um... Monat und Tag einzugeben. Ich bin verwirrt. Also, Moment. 30. Juni letzten Jahres ist unser, der 7. Hä? Im nächsten, warte mal. Ja.
Wie viele Tage hat der Januar? 31, oder? Finde hinaus. Oh Gott. Du kannst ja nicht 3 Hochzeitstage. Ja, innerhalb von 2 Jahren haben. Mhm. Eben. Hinweis? Warte mal. Nö. Das ist nämlich die Fragestellung. Warte. Hey, noch nicht? Das ist gemein, du sagst warte und dann. Wieso? Und dann machst du einfach so die Lösung, ey. Stell dir mal vor, ich hätte das nicht mitgekriegt. Hättest das richtig gehabt, dann hättest du dir einen Punkt. Nee, hätte ich gar nicht, weil Hätte ich ja gar nicht gesagt, dann mache ich den Punkt. Ich hätte dann gesagt, okay, dann mach. Nee, aber du hast gesagt, warte. Und dann hast du einfach so den Lösungsbutton gedrückt. Na, dann, dass du den dann auch drückst. Na, hast du mir ja nicht gesagt. Hätte ich dann. Dann? Aber es ist doch, selbst wenn wir beides dann richtig gehabt hätten und ich es nun schnell auf den Lösungsbutton gedrückt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, dann hätten wir ja genug Zeugen, dass das... Ja, okay. Nee, aber das war einfach. Nein. Ich fand's voll einfach. Nein. Hilfe, mein Mann stirbt hier gerade. Es tut uns leid, aber heute ist es verboten zu arbeiten. Boah. Hey, wie geht es uns? Also, ich bin müde. Sei leise. Wie geht's dir? Was? Was denn bei dir? Ist es nicht der 30.06.? Nein! Der 30.07.? Nein, guck doch nochmal in die Aufgabenstelle. Ja, guck dir den letzten... oder den... Nee, den... Ich weiß, an welchem Tag haben sie die Unterhaltung begonnen? Das sagt doch niemand. Hä? Es war unser 7. Hochzeitstag am 30. Juni im letzten Jahres. Ja. Ja. An welchem Tag können Sie die Unterhaltung nur begonnen haben, damit das stimmig ist? Es geht vor allem um das Wort begonnen. Das ist ja deswegen, dass die Formulierung ist sowas von ausschlaggebend hier. 31. oder was? 31. was? Na, Juli. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Nee, es gibt ja keinen 31. Erster Juli. Nein. Darum, das ist es gar nicht. Was willst du von mir? Na, warum wird da wohl stehen, wann haben sie die begonnen? Wo sie verheiratet waren. Nein, die Konversation. Heute. Na, die haben die an einem Tag begonnen. Ja. Was war dann? Hochzeitstag. Nein. Was denn? Mann. Na Moment, die haben den 7. Ja, Hochzeitstag. Ja. Dann haben sie da hinten den 10. Ja. Und wie kann das Ganze passen? In welchem Jahr muss er sagen, im letzten Jahr? Im 8. Richtig. Aber die können immer noch 8 Jahre verheiratet sein und er würde trotzdem recht haben, wenn er dann sagt, im nächsten ist unser 10., wenn er diesen Teil des Satzes an einem anderen Tag sagt als den ersten Teil. Nee, kann er nicht. Doch. Nee. Weil wenn er vom letzten und vom nächsten Jahr spricht,
Was? Das hat doch nichts mit dem Tag zu tun. Was liegt dann mitten 29. Juni. Okay, ich sag's dir einfach. Mitten in der Konversation liegt ein Jahreswechsel. Ja. Aber nicht von den Hochzeitstagjahren, sondern von richtigen Jahren. 31. Dezember. Ja. Mann, lass mir Ruhe, ey. Jetzt grad mich mal. Wir machen bei unserem Jahrestag nicht so einen Scheiß. Nee, das nicht. Außerdem können wir sowas ja nur an Silvester machen. Scheiße. Hey, warum sagt ihr das? Was? Moment. Oh, weil... Warum sagst du falsch? Du hast gesagt, ja. Guck selber nochmal drauf, bitte. Da steht 31.12. Das ist... Das tut mir leid. Nein! Dass dieses Spiel so gemein zu dir ist. Ja, das ist ein Trinkspiel. Kriegsrätsel. Oh. Geht nicht. Oh. Du Kriegsrätsel. So was machen wir nie wieder. Wen kommst du mir irgendwann an? Unser Jahrestag ist es. Ja, das glaube ich, bringe ich nicht zu Silvester. Nee. Wenn ich das zu Silvester mache, oh wei, oh wei, oh wei. Obwohl, ich würde dich... Ja doch, dann würde ich dich lieber kurz vor 0 Uhr noch anrufen. So mitten im Countdown. Wenn ich das schaffe, mir das zu merken. Nee. Oh, ich fände es wäre ein toller Insider. Ja. Ja eben, aber hier, bla bla bla, die haben am 31. Dezember des Jahres mit dem 8. Hochzeitstag begonnen, genau. Und am 1.1. fortgesetzt. Wir haben dann nicht mit dem Hochzeitstag begonnen. Nur mit dem Jahr. Ja, na, da haben sie es halt. Uff. Na, wie auch immer, ich stelle mal wieder um. So. Für solche Rätsel brauche ich eine Ewigkeit. Wow, sie sind ja unglaublich. Sind sie jetzt vielleicht sogar so glücklich, dass sie einen Poponio kaufen möchten? Halt die Klappe! Der wird weggesperrt. Ich hoffe, er wird dafür weggesperrt. Das würde ich nur zu gerne, aber das Rätsel war scheiße. Tut mir leid. Und es ist Godwin's Day. Ah, jetzt den Bobby. Ja. Hat er auch ein Rätsel? Nein. Oh. Wie ich sehe, haben sie auch am Freitag den PK's Drive. Halli, nee, du bist... Halli, hallo, ganz recht bist. Die Polizei macht auch vor dem Goodreads Day Licht halt. Aha. Aber das wussten wir von Anfang an, also beschwere ich mich nicht. Die öffentliche Sicherheit ist unser oberstes Begehr, wie Sie ja wissen. Meine Güte, was für eine noble Einstellung. Natürlich darf ich auch mal gerne aus, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich bin auch nur ein Mensch. Vor allem während der Arbeit versucht er das mal. Aber die braven Bürger Londons haben Vorrang und oberste Priorität. Also meiner Meinung nach leisten sie vorbildliche Arbeit. Ich danke ihnen im Namen aller Londoner. Außer derjenigen, die kriminell sind. Die werden ihnen nämlich nicht danken. Oh, wenn man in einem Schaltjahr heiratet am 29.02. braucht man nicht... Nee, warte mal. Na, wenn du am 29.02. Ja, dann hast du, also dann vergisst du es ja noch mehr, weil du nicht so die Routine hast. Ja. Andererseits, nee, du merkst ja, wann im Jahr der 29.02. ist. Und ja, nee. Aber trotzdem, das würde ich gar nicht wollen. Beziehungsweise dann feiert man halt am 1.3. Das mit Leuten, die Geburtstag haben, ja auch so. Ich bin sowieso so. Heiraten im Winter ist total schön. Ja, aber das wäre eine schöne Wintergeschichte. Would be a good winter's tale. Nein. Würde nämlich nicht zu mir passen. Nee, bei dir wäre so eher so März, April schon. Ja. Wenn deine Lieblingsblümchen blühen. Genau. Mhm. Haha, oder hast du das schon? Haha, das ist zu gütig, Yogaman. Zu gütig. Das sind Worte wie diese, die ich morgens aus dem Bett bekomme.
Sieht es nicht zufällig, ob Inspektor Hastings schon wieder ein Niat ist? Was sind denn die Worte, mit denen man ihn nachts ins Bett bekommt? So wie Emmy damals. Tut mir leid, aber ich bin gerade erst angekommen und den Inspektor habe ich heute noch nicht gesehen. Tja, vielleicht ist da drin drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Dann schauen wir doch mal rein. Also ernsthaft, wir haben mit dem geredet, ohne irgendwas zu kriegen? Ja, Frechheit. Das ist doch völlig unnötig. Oh, hier drin ist ja mehr los denn je. Aber keine Spur von Inspektor Hastings. Vielleicht ist er ja noch immer auf der Jagd nach diesem Dieb. Da ist ja der Oberkommissar, der vorhin den alten Superschnüffler abgeholt hat. Der Kock. Ja, stimmt, Shirl. Wenn er hier ist, ist der Inspektor ja vielleicht auch schon wieder zurück. Fragen wir doch einmal nach. Vielleicht wurde er ja auch im Dienst erschossen. Nein. No.